Polynome multiplizieren. Es geht ja im Prinzip so, dass wir sagen, erstes Glied der ersten Klammer, erstes Glied der zweiten Klammer und so weiter und so fort. Wir machen uns dann Hilfsbögen dran und so weiter. Nebenbei, es geht auch so. Aber bevor ich dazu komme, also das so zu machen, habe ich einen Vorschlag. Mal sehen, ob das klappt jetzt hier. Ja, habe ich einen Vorschlag. Wir gucken uns nochmal die alte Multiplikation an, die wir aus der vierten, fünften Klasse irgend sowas kennen. Das Übliche. Und das ähnelte diesem Ding eben schon. Also nochmal hier. Ja, sieht genauso aus. Aber lassen wir das jetzt mal weg. Also, multiplizieren und dementsprechend 4 mal 7 ist 28, 4 mal 3 ist 12 und hier ein kleiner Übertrag und so weiter und so fort. Zusammenzählen 10.665. Wenn ich das jetzt durch 45 dividiere, ich zeige es nochmal ganz schnell, wird aber, ich werde hier wahrscheinlich einen Link anbringen, diese Methode jetzt hier, die kommt, die ist fast die, die wir kennen, aber ein kleines bisschen sicherer. Werde ich nochmal schnell erläutern. Ich sage, okay, in die 10 passt die 45 gar nicht, in die 106 passt die 45 zweimal. Überschlag wäre 100 durch 50. Lieber den Divisor ein bisschen größer wählen. Ja, und das ist 2, ne? Okay, das wäre der Überschlag dazu. Also, okay, nichts Besonderes. Rückrechnen, 2 mal 5 ist 10. 2 mal 4 ist 8 und 1, was ich gemerkt hatte, 9. Also abziehen, 6 minus 0 bleibt 6, 10, das sind 16. So, jetzt habe ich die 166 durch 45. Wie oft passt das? Dann könnte ich sagen, ja, in 16 passt die 40, also in 16 passt die 4. Wenn ich den Überschlag so mache, 160 durch 40. Ich hätte es wahrscheinlich durch 50 machen sollen. Ja. Aber egal, ach, das passt da viermal rein oder so. Da müssen wir mal sehen. Ich habe dazu einen Vorschlag, werde ich also in diesem schon angeführten Video nochmal erläutern. Leute, macht es vorsichtig. Nehmt den Divisor immer ein Stück größer als nötig. Und den Dividenden, den rundet ihr lieber ab. Dann kann man nämlich keine Schmierereien anfangen. Also sagen wir, okay, das ist 3. Jetzt 3 mal 5, 5, 10, 3 mal 4, 12. Plus 1 ist 13. Wir ziehen ab, ist 1, ist 3. In die 315. In die 300 passt die. Mache ich wieder meinen Überschlag. Sicherheitshalber. Und jetzt kommt da gleich der Vorteil der ganzen Methode. 300 geteilt durch 50. Ne, Nullen wegstreichen kann man sehr schön. 30 durch 5 ist 6. Okay. Also ich schreibe hier eine 6 hin. 6 mal 5 ist 30. 6 mal 4 ist 24. 3 ist 7. 20. Ich ziehe ab und sage, naja, 5 minus 0, 5. Und hier bleiben noch, ach, 45 übrig. Jetzt fangt nicht an zu schmieren, sondern sagt, nur und, ist doch egal. Ich sage, in die 45, in diese hier, passt die 45 noch einmal rein. Macht einen Strich drunter und ihr wisst, hier wird das Endergebnis stehen. Einmal 45, 45, bleibt nichts übrig. Ne? Immer wenn ich hier abziehe, bleibt entsprechend was übrig oder nicht. In diesem Fall so. Das Ergebnis ist aber 237. Okay, das war ja auch das, was wir haben wollten. Wie gesagt, hier oben nachgucken, wie geht es dann weiter. Noch eine kleine Vorüberlegung. Was ist denn, wenn ich jetzt hier diese Multiplikationsaufgabe, wenn ich die mal aufspalte, bloß eine kleine Vorüberlegung. Ihr müsst nicht mitrechnen, sondern bloß gucken. Wenn ich sage, die 237 setze ich zusammen aus 200 plus 30 plus 7. Und die 45 aus 40 plus 5. Und ich rechne das dann so. Dann kriege ich hier irgendwie Probleme mit dem Zusammenrechnen. Deswegen machen wir es ja auch nicht so. Aber, deswegen habe ich auch aber hingeschrieben. Aber, hier, aber. Wenn ich sage, die 237 ist eigentlich 2 mal 100, also 10 hoch 2, plus 3 mal 10 hoch 1, plus 7 mal 10 hoch 0, so ist mir nämlich auch die Idee gekommen zur Polynom. Multiplikation und ich spalte die 45 ähnlich auf, wobei das 10 hoch 0, das kann ich weglassen. Ne? Etwas hoch 0 ist 1. Dann substituiere ich mal aus Spaß, so bin ich rangegangen und habe gesagt, 10 ist mal stellvertretend für x. Und ich sage nicht 10 Quadrat, sondern x Quadrat. Und hier nicht 10 hoch 1, sondern x hoch 1. Die 1 kann ich mir schenken und x hoch 0, ne? Das kann ich mir eigentlich schenken. Und ich spalte das so auf und ich sage, naja, dann machen wir es mal. Hier nochmal herkömmlich gezeigt. 2x², das übliche. Dann kommt die andere Variante. Habe ich in Blau dahinter geschrieben. Muss den ganzen Mist zusammenzählen. Geht auch. Geht, kennen wir. Wird allerdings bei
ein Trinom, hinten ist es ein Binom im Moment, zwei Namen, wird es dann schon spannender und so weiter. Jetzt habe ich folgenden Vorschlag, wir machen es mal so. Wir schreiben das so auf, machen einen Strich drunter, wie wir es bei der Multiplikation kennen, und fangen dann, deswegen habe ich die Pfeile angeordnet, fangen dann so an. 4x mal 7 ist 28x. Da das beides Plus ist, schreibe ich ein Plus davor. 4x mal 3x ist plus 12x Quadrat. 4x mal und so weiter. Erste Zeile, zweite Zeile. Eigentlich genauso wie hier oben, ne? Bloß, dass ich es jetzt nicht hintereinander, sondern untereinander schreibe. Und das gleiche mache ich mit der 5. Ich fange also genau hier unten wieder an und guckt mal, automatisch hat sich die ganze Geschichte geordnet. Hat doch was. Und ich zähle dann zusammen, geht auch. Ist dann, wie gesagt, bei diesen Kleinigkeiten hier, geht das. Ich schätze, das Verfahren wird wesentlich effizienter, wenn ich das mit Trinomen oder Quadronomen oder weiß der Kuckuck was, also mit ganz großen Ausdrücken, die ich miteinander multiplizieren muss, mache, dann schreibe ich nicht alles auf eine Zeile, sondern schreibe alles ab jetzt untereinander. Dazu gibt es allerdings noch einen kleinen Haken, nämlich ich sollte Folgendes machen, ich sollte alles der Potenz nach geordnet haben, auch hier. Komme ich dann gleich zu. Machen wir nochmal schnell die Probe, ob das auch geklappt hätte. Wenn ich sage, okay, ich resubstituiere wieder, x war also 10 und ich schreibe dann statt x hoch 3, 10 hoch 3 und so weiter und so fort. Ist das dann noch 10.065? Mal schnell ausgerechnet, das sind 8.000, 2.200 und so weiter. Jawohl, das stimmt. Und jetzt habe ich einen Vorschlag. Wer Lust hat, der kann das Ding mal üben. Und zwar, jetzt kommen Aufgaben mit Lösungen. Wer nicht, der klickt weg und lässt es sein. Ich mache es wie folgt. Achtet nochmal, noch nicht gleich auf dieses Ding. Ich werde erst dieses Ding lösen. Und wer Lust hat, das zu üben, der macht das mal zu Hause. Schalt jetzt das Video an. Ich mache auch Pause. Ich rechne es aus und dann werden wir hinterher vergleichen. So, Pause-Taste zu Hause drücken. Ich drücke sie auch. Aufgabe abschreiben und rechnet mal. Na, seid ihr auch fertig? Na, kommt raus. x² minus x minus 6. Nochmal kurz erklärt. Ich sage x mal 2. Und schreibt, weil das positiv ist, gleich plus 2x hin. X mal x, x², das Plus kann ich mir hier schenken. Jetzt. Minus 3 mal plus 2 ist minus 6. Minus 3 mal x ist minus 3x. Strich drunter, Peng. Bei der Kleinigkeit lohnt sich das nicht. Da macht man das noch mit Bögen, wie man es kennt. Das geht schnell und leicht. Das zum Thema Zusammenfassen, ne, von Termen nebenbei. Kann ich also auch auf diese Art erledigen. Achtung, ich habe hier die schon mal vorgerechnet und ich habe hier nicht der Potenz nachgeordnet. Also hier steht eigentlich x hoch 1. Das gehört aber davor, denn 8 mal x hoch 0 heißt es. Also die 8 gehört eigentlich dahinter. Löst mal die Aufgabe jetzt hier. Minus x plus 8 in Klammern mal x plus 3 in Klammern. Ich drücke wieder Pause-Taste, ihr auch. Na, habt das auch so? Na, ich meine, das ist das Gleiche, was hier rauskommt. Bloß, dass ich es hier auch schon nicht nach der Potenz geordnet habe. Hier habe ich zum Beispiel Glück. Wenn ich hier minus x und hier plus x, also die x hinten stehen habe, naja, dann ordnet sich mein Ergebnis andersrum. Blöder wär's, und jetzt kommen wir zum letzten Beispiel, guckt euch das mal an. Wenn ich das hier so mache, ich möchte x² minus x minus 6 in Klammern mal das, und ich habe hier die Ordnung nicht eingehalten. Besser ist es so. Guckt euch mal an, was dann passiert. Dann geraten alle x durcheinander und ich muss echt irgendwie die zugehörigen Potenzen ordnen. Hier, das Grüne und das Rote. Das wird schwerer. Probiert mal diese Aufgabe so rum, selber zu lösen. Ihr wisst ja, was rauskommen muss. Und ich melde mich dann wieder, ich mache es auch. Na, das geht. Und automatisch hat man es richtig geordnet. Also wie gesagt, wenn ich solche Polynome miteinander multipliziere, am besten vorher geordnet hinschreiben und dann Tippeltappeltour und man kann sich ein paar Schritte sparen und man wird schneller, hoffe ich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das selber entwickelt habe, aber es ist mir heute Nacht eingefallen. Pardon. So, die ganze Sache umgekehrt, also Polynomdivision. Die zeige ich in einem anderen Video nochmal extra, obwohl ich das schon im Unterricht gemacht habe. Also, da werde ich dann nochmal wahrscheinlich auch ein Linkvideo zu machen, wo man auch wieder so wie hier oben zu den einzelnen Unterthemen, die hier behandelt wurden, immer wieder direkte Links in meinen Unterricht führen, direkt an die richtige Stelle, ohne dass man lange scrollen muss. Also hier oben passiert einiges. Und zum Schluss hier, wenn das immer richtig möglich ist, werde ich hier auch noch die entsprechenden Links anordnen. So, ich wünsche euch viel Freude beim Ausprobieren. Vielleicht seid ihr schneller, vielleicht findet ihr mit
die Methode gut oder was weiß ich. Hinterlasst einen Daumen, damit ich weiß, ob ich was richtig oder falsch gemacht habe und damit ich daraus lernen kann. Ich lerne gerne. Danke. Tschüss.